Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, das letzte Video zu unserer Listbox und ich zeige euch nochmal einen neuen Befehl, mit dem wir uns ein paar Sachen einfacher machen können. Es ist jetzt vor allem die Programmierarbeit drumherum, die uns in diesem Video beschäftigen wird, gar nicht so sehr die Listbox selbst. Aber ich denke, das ist auch ganz wichtig, wie man solche Elemente einsetzt. So, Insert, klar, Listenelemente einfügen, Get, klar, den ausgewählten Wert zurückbekommen, mit einer Scrollbar kombinieren und diesmal die Methode Index. Wir gehen gleich in unser Programm hinein und das Erste, was wir machen werden, ist, dass wir sagen, gut, also diese vielen Images, das stört mich. Erstens stört mich, dass ich für jedes eine eigene Variable habe, die ich nicht irgendwie gesamt ansteuern kann. Zweitens stört mich daran, wenn ich jetzt tatsächlich noch eine Abfrage mache und füge noch dieses und jenes Bild dazu, dann macht er mir das gar nicht. Ich muss also eine Methode haben, mit der ich sagen kann, gut, okay, ich kann das jetzt alles in einem Aufwasch machen und kann das irgendwie anders steuern. Und dazu gibt es eben die Listen, diesmal also die Datenlisten, nicht zu verwechseln mit der Listbox. So, und ich definiere mir hier erstmal Image als eine leere Liste und dann füge ich dem Ganzen Elemente hinzu. Das machen wir mit Append. Ihr erinnert euch da vielleicht daran. So, und nichts anderem. So, und das Ganze möchte ich jetzt gleich einfach mal reinkopieren. So, das muss ich, wenn ich das nicht über die Auswahl von entsprechenden Bilddateien dem Benutzer machen lasse, muss ich das auch hier so einfügen. Zumindest mit, wenn wir nicht etwas ausgefeiltere Suchtechniken für Daten haben, die eben in unseren Anforderungen entsprechen. So, das haben wir nicht. Wir müssen die noch manuell auswählen. So, jetzt habe ich der leeren Liste 6 Elemente hinzugefügt. Die sind dann unter Image, eckige Klammer auf, 0 bis 5, eckige Klammer zu, sind die jetzt auswählbar. Und das hilft uns eine ganze Menge weiter. Allerdings haben wir hier oben als Rückgabe immer noch einen String und der String ist nicht gekoppelt an die Auswahl eines Listenelementes. Aber glücklicherweise gibt es dazu den Befehl Index und der Index liefert mir den Zahlenwert zurück, welches Element der Liste ausgewählt worden ist. Ganz oben, das ist die 0 und ganz unten am Schluss wäre das in diesem Fall die 5. Und da seht ihr schon, okay, super, damit kann ich eine ganze Menge mehr anfangen. Ich kann jetzt nämlich einfach sagen, Moment, das behalten wir uns noch, sonst tippe ich das vielleicht noch falsch ab. Ich weise dem Image von dem Label 1, weise ich einfach ein Image zu mit der eckigen Klammer auf, Liste, also Image ist ja eine Liste selber und hier von LC speichert den Index in der Listbox und diesen Index setze ich jetzt als Index für mein Bild. Und damit habe ich die Bilder an die Elemente in der Listbox gekoppelt. So, den Rest kann ich hier rausnehmen, den brauchen wir jetzt nicht mehr und das Ganze sieht schon sehr viel freundlicher aus. Sehr viel kürzer, das ist das Erste. Jetzt müssen wir hier noch so ein paar kleine Schönheitsänderungen vornehmen, nämlich das Image hier, das erste Image, was dem Label zugewiesen wird, müssen wir auf unsere Liste anpassen. So, wechsle Bild, haben wir hier sonst noch irgendwas zu verändern? Nein, das sieht gut aus und ich lasse das Ganze laufen, um das zu überprüfen. Und wir holen uns das mal auf dem Bildschirm. Gut. Mal sehen, ob wir
Gehirn hat er, Apfel hat er auch und den Ameisenbär und die Ameise. Und siehe da, alles, was unser Programm tun sollte, macht er jetzt auch wieder. Aber ich habe mir die Möglichkeit geschaffen, jetzt dem Benutzer noch ein Fensterchen aufzumachen. Soweit sind wir noch nicht mit unserem GUI-Kurs, aber könnt ihr jetzt ein Fensterchen aufmachen und sagen, hier, sucht ihr doch noch mal ein paar hübsche Icons raus, gebt den Namen und die fügen wir dann einfach in die Listbox ein und das Foto laden wir oder das Icon laden wir in die Liste von unseren Bildern und die sind dann automatisch verkoppelt, wenn wir die gleichzeitig einfügen, weil die den gleichen Index haben. Wunderbar. So, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, hier die Listbox besser zu gestalten, also auch variabler zu gestalten. Und damit sind wir am Ende von unserer Betrachtung von der Listbox gekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch, falls ihr Fragen habt. Unten in den Kommentaren ist genügend Platz. Ich schaue mir das an und antworte euch so schnell wie möglich. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder und dann schauen wir uns die sogenannten Radio-Buttons an. Und es gibt noch eine ganze Menge zu entdecken. Die Radio-Buttons und die Checkboxes, das werden unsere nächsten Sachen sein. Aber falls ihr schon mal ein bisschen geluschert habt bei GUI, dann haben wir zum Beispiel auch noch so schicke Sachen wie den Canvas, die Leinwand, auf die wir malen können. Und auch dazu werden wir noch kommen. Dann also bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch viel Spaß beim Programmieren.